Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 4 HD mit Ada. Oh Mann, ich habe was vergessen. Ja, ihr habt mir geschrieben, dass ich was vergessen habe an der Brücke, dort wo das Quicktime-Event war mit Leon, wo ich rennen musste oder sowas. Naja, ich lade erstmal alle Waffen nach. Zack, zack. Und dann gehen wir zurück. Hier den Weg, den Leon schon gegangen ist, weil ich muss die beiden ja retten. Naja, war wahrscheinlich kein richtiger Schatz, oder? Wow, hat das gesehen. Das gesehen hier. Weil sonst wäre das hier markiert. Guck mal, da. Da sind sie, die beiden. Aber das war hier oben? Ja, da war ich. Und da war kein Schatz. Kein so wirklicher Schatz, oder? Das ist irgendwo... Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war es nicht so wichtig, schätze ich einfach. Und hier ist gerade kein Riese, von daher denke ich mal, es kommt keiner, oder? Ha, ha, ha. Oh, pass mal auf. Das gesehen? Zack, aber hier ist ein Schatz und den hole ich mir jetzt. Wusch. Und zwar, nee, die Gewehrmunition war es nicht. Da vorne liegt auch noch was. Warte, wo ist denn der? Da ist noch was. Muni. Weiß gar nicht, kommt jetzt hier wieder so ein... Oh, ja, das war der... Das war der Punkt da oben. Der muss doch hier sein. Ach, stopp mal, da ist noch ein Fass. Das ist nämlich das, wo wir mit Leon gar nicht hinkommen. Das kann nur Ada. Und das gelbe Katzenauge. Damit hätten wir jetzt schon mal alle drei Katzenaugen für einen Schatz, der vielleicht bald kommt. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wann er kommt, aber ich weiß, dass er kommt. Und aber wieder Entehaken. Nee, sieht nicht so aus, als wäre ein Riese hier. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Hm. Ach, naja, da wird es schon gut sein, ne? So, und auch nochmal danke für die Info, dass alles, was in Kisten liegt, nicht despawnt. Sprich, wenn ich das kaputt mache, dann... oh. Kacke. Was mache ich denn jetzt? Ach gut, ich muss noch was umsortieren, sehe ich gerade. Ich hasse es. Warte, das machen wir so. Ich will doch die Eier beieinander... Es geht aber jetzt nicht. Ich muss echt was loswerden. Oder einen größeren Aktenkoffer. Okay, es kommt doch einer. Ja, komm her, Kleiner. Ja, so ist schön, ne? So, und jetzt rauf. Und schneiden. Schneiden! Ja, die Black Tail macht schon ein bisschen Damage, ne? Und jetzt laufen. Da muss nämlich erstmal das Tor hier kaputt machen. Aber ich glaube, das, da braucht er nicht lange für. Ja. Na komm. Auf die Knie vor mir. Oh. Das war er schon. Er hat nicht mal das Haus kaputt gemacht und ich muss trotzdem ausweichen. Das war jetzt ja nicht schwer, ne? Also das war jetzt echt nicht schwer. Hab ich auch wieder ganz anders in Erinnerung. Achso, fürs Kraut reicht's jetzt, oder was? Na gut, ich habe ja auch ein bisschen Muni verballert, ne? Oh, nicht Muddy. Muddy, nein Muddy. Das goldene Ei, wie gesagt, das bleibt jetzt für immer in meinem Besitz. Das gebe ich nicht weg, nein, nein. Goldenes Ei, bestes Ei. Ich fange hier wieder an wie mit Leon. Ich fange an, die Heilung zu bunkern. Pass mal auf. Das wird bald wieder überhand nehmen und da habe ich gar keinen Platz mehr. Oh, diese Unordnung. So. Warte. Oh, die Eier müssen natürlich auch farblich sortiert sein. Das geht sonst nicht. Guck mal, die passen genau unten rein, die Eier. Hat er das gesagt? Hat er das... So. Hat er nicht. Lass euch nichts erzählen. Ich kann mit ihr die Dinger nicht. I forgot something. You guys go on. Louis. Hey, Señorita. Got a light and some smokes to go with it to make my day? Where is the sample? Okay, we skipped the foreplay. As a matter of fact, I was just going to get it. Where's the love, baby? Sounds like fun to me. Just hurry up. Okay, lady. Where do you stand on all of this? Exactly what kind of group are you working for? There are some things in the world better off not knowing. This is one of them. Fine.
I can take a hint. I don't care who you are, as long as you get rid of that old man and his religious friends. Ach, Ada hat's auch nicht leicht mit den Kerlen. Seht ihr mal, da will er wieder ein bisschen Schleim. Ja, einmal gestorben, weil ich das Quicktime verhauen habe. Aber 90% Quote, werde ich die halten können? Weiß man nicht. Among all the people involved in this, Luis Serra has the least entanglements. He works for no organization, preferring to move on his own. I'm the one who told the organization of his importance. I did it because I like him. His history betrays an enthusiasm I once shared. It was a stroke of luck that I happened to intercept his email for help. It seems he can't trust the police, so he sent the email to an old friend from college. He must have thought his friend was still alive. At any rate, that's how I managed to find him. Apparently, he's been conducting his own investigation of the cult while doing research on Las Plagas. A brilliant scientist. He's accumulated a pile of data and pieced it all together. Must be why Sadler hired him. Too bad Sarah's snooping has aroused his suspicion. When I told him who I was, he practically begged to be taken into custody. He needed protection. He said, I have no love for Las Plagas or this stupid cult. I want out. I just want peace and quiet again. I ordered him to bring me a Master Plaga specimen, a sample for evidence. Looks like he's one of the few people whom Sadler actually trusts. Tracking him down and getting my hands on the sample shouldn't be difficult. I doubt the cult will take kindly to his escape, though. I'll have to guide this along if I want it to go smoothly. Mhm. Naja. Wir speichern natürlich. Ich weiß ja nicht, ob Sadler ihm so vertrauen kann. Können sollte. Die Szene übrigens eben da, wo er geschossen hat, das... Ja, wie soll ich sagen? Da hat er Leon umgebracht, wenn man ihn die ganze Zeit angeballert hat. Hätte ich eigentlich mal zeigen können. Ist so ein kleines Easter Egg, wenn man so will. Kapitel 3! Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Luis has succeeded in recovering the sample. He's waiting in the castle. Get in contact with him ASAP. Understood. And that U.S. government lapdog, Leon. If you do happen to encounter him, put him out of commission. We can't let him interfere with our plans. He has no idea what's going on. He's nothing we need to worry about. He's a survivor of Raccoon City. We can do without the extra distraction. Take him out. Leon. Na, das will sie ja nicht. Probe wiederfinden, die holen wir uns doch. Am besten ohne Leon zu töten. So, wir sind... Hier, hi. Na? Oh, guck mal, jetzt bekommen wir was Neues. Neue Spielzeuge. Pfeile für die Armbrust. Habe ich keinen Platz für. Welcome. Hallo.
mein Freund. Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe doch bestimmt einen Schatz vergessen, ne? Aber ich kann mir den Aktenkoffer L kaufen. Ja, jetzt haben wir da mehr Platz, Baby. Und? Wo haben wir sie? Die Armbrust für 70.000. Oh Gott, das ist ein bisschen teuer. Das ist ein bisschen viel. So, erstmal alles runterräumen. Ach, guck mal, schön. Jetzt haben wir wieder Platz für einen neuen Kram, für ein neues Spielzeug. Ich find's gut. Ich habe zwar die ganzen Katzenaugen, aber was soll ich damit anfangen? Ich meine, ohne den Schatz sind die nur ein Bruchteil wert. Na komm. Ach, geht schon wieder. Was haben wir noch zum Verkauf? Die ganzen Eier. Ah, Mann, ich habe nur die Katzenaugen. Warum kann ich mir die Armbrust nicht mehr holen? Das ist jetzt blöd. Haben wir irgendwo einen Schatz im Labyrinth? Ist ein Schatz. Okay, dann kommen wir gleich wieder, mein Freund. Dann hole ich mir die Armbrust. Oh, hi. Na, ihr Arschbacken. Kommt da wieder... Oh, da schießt wieder einer. Uhuhu. Ja, ja. Komm her. Na, komm. Oh, das war knapp. Und es ist wieder Slowdown-Zeit. Na komm. Sampuri-Akku. Oh Mann, ist das langsam. Warum ist das so langsam? Und von wo schießt der Arsch? Guck mal, Jackal. Da gibt es wieder ein bisschen TMP. Oh, da war ein roter Junge. Der rote Junge. Was machst du denn da? Arschbacke. Oha. Oha. Oh, das ist ja unangenehm. Da rotzt er mich einfach an. Das macht man nicht mit einer Dame. So. Nope. Oh Mann, jetzt treffe ich hier nicht mehr. Jetzt kommt das Vieh raus, komm. Sei eine brave Tentakelspinne. Oh, die haben zweimal was fallen lassen, das ist ja nett. Gleich wieder ein bisschen Pistole. Oh, die ist so... Wenn ich das schon höre. Oh, da ist er. Matador. Er bringt Besuch mit, natürlich. Natürlich bringst du wieder Besuch mit, ne? Ich glaube, mit der Schrotflinte bin ich ja nicht schlecht beraten. Wenn noch mehr Arschbacken mit Schilden kommen. Sieht man halt immer so gut um die Ecken. Wow! Ey, ganz ehrlich, was soll das? Oh nein, oh nein. Da kommt die Deppenparade. Höret auf. Sniper-Muni. Ich will die Eier nicht nehmen. Ey, da die Eierschlange. Die muss ich mir aufheben. Das geht nicht anders. Oh, das noch voll. Splack. Die laden mal kurz voll. Da kommen jetzt eh wieder ganz viele. Zip. Kannst du schon hören. Arsch aus Backos. Oh. Los, Arschbacke. Oh, der wirft die jetzt, ne? Habe ich schon gewusst. Na? Alle schon brennen, bitte, ja? Danke. Das ist aber sehr, sehr nett von euch. Ist da was drin? Nein. Wo kamen die denn jetzt her, die Schweinebacken? Ich weiß, überall Arschbacken und Schweinebacken. Oh Gott. Steht nur ein roter Junge. Wo ist der rote Junge? Oh! Tempuriaku! Schlitz dich auf!
Genau. Nicht wieder das Vieh aus deinem Hals. Ekelhaft. Voll ekelhaft. Ich finde das voll kacke, dass das Vieh mich immer anschlotzt. Genau das. So, das war's. 3000? Och ja. Oh ja, das ist gut. Alles klar, haben wir noch ein bisschen was zum Nachladen. Ich werde das gelbe Kraut gleich mal einsetzen. Und weiter geht's. Hier gibt's, glaube ich, noch ein paar Sachen zu holen. Deswegen, ich will da nicht einfach abbauen. Jetzt könnte ich machen, aber das ist blöd. Guck mal hier zum Beispiel. Da liegt ein Goldarmreif mit Perlen. Oh nein. Ich kann euch hören, Jungs. Ihr seid doch fiese Schurken. Wo seid ihr? Hä? Ich dachte, hier komme ich durch. Tue ich nicht. Corridor, Corridor. Boah, ist das gruselig gerade. Da steht noch einer. Ich finde das voll unheimlich hier gerade. Ja, die Hunde sind wenigstens schon weg. Und die hat sich Leon gekümmert, ne? Oh Mann. Ich bin so gut. Oh. Das macht's gerade nicht leichter, dieses bisschen laggy. Komm. Oh nein. 3000. Noch ein bisschen. No. No. Nuss? No. No, no. Noch ein bisschen Schuss auf die Nuss. Oh Mann. Na komm. Ach, die wackelt so. Die Knarre wackelt so. Maus halt so. Klack. Und da ist noch einer. Ich sehe ihn schon. Oh, ich sehe ihn schon. Da, guck mal da wieder an der Kiste. Hey, die geben aber alle anständig Geld. Und es hört nicht auf. Ich höre ihn immer noch. Nee, da ist keiner mehr. Das war die Kiste, die ich schon sauber gemacht habe. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo sind hier noch Gegner? Ach, da. Ich sag ja immer, das Schöne an denen mit der Maske ist... Oh Gott, das war schlecht. Was ist mit mir los? Ich kann nicht mehr treffen. Bam! Da kann kein Viech rauskommen aus dem Hals. Genau. Das geht hier nicht. Ich brauche da ein bisschen Geld. Cool, jetzt reicht es doch, um mir die Armbrust zu kaufen. Das sollte reichen. Wir gehen nochmal ganz kurz zu dem Tipp. Die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach. Ach ja. Schönen Spaziergang hier im Mondschein. Warum ist er überhaupt hier hingegangen? Sie müsste einfach nur rauslaufen. Nein, Ada muss natürlich irgendwie ganz weit wegrennen. Oh, die hat einen sehr... Ist ja ein sehr tolles Schema, wie die angeordnet ist vom Platz. Oh, nicht wieder umsortieren. Ist doch. Es ist doch wieder. Warte. Pack mal die Granaten. Oh, nein. Pack mal die Granaten mal in die zweite Reihe. Und dafür die Schrot hier hin. So. Habe ich die Heilung schon mal auf einem Fleck. Dann machen wir noch die Sniper. Machen wir die Dribble. Und die Magmer hier. Dann passt es doch wieder. Die verkaufe ich sowieso, die Jackal. Die Munition. Ach Mann. So, sonst haben wir keins mehr, ne? Doch, dieses Goldarmreif-Dingens da. Und ich kann mir auch nichts mehr kaufen sonst. Die Armbrust habe ich.
Alles klar, Leute, ich ordne noch ein bisschen und wir sehen uns nächstes Mal wieder zu Resident Evil 4 HD mit Ada Separate Ways und Zombie-Gemetzel auf Mördertour mit ihrer super Knarre und ihrem roten Kleid. Bis dann.